Die kleine Leonie und ihr Arino, da haben sich zwei gefunden. Sie liebt ihren Arino und das, glaube ich, sieht man auch. Seit 1,5 Jahren ist das kleine Mädchen in der Reittherapie in Dreieich. Leonie hat ICP, infantile Zerebralparese, das heißt, sie hat einen Sauerstoffmangel in den äußersten Hirnlappen. Dadurch ist ihre Bewegung eingeschränkt, die Körperhaltung gestört. Leonie kam letztes Jahr im April das erste Mal zu uns durch einen Kindergeburtstag. Sie kam hier auf den Hof und war sehr, sehr ängstlich. Sie hing nur an der Mama und hat ganz viel geweint. Das Pferd hat Leonie wirklich, Arino, aus ihrem Rollstuhl rausgelockt und verzaubert. Sie saß dann drauf und wollte gar nicht mehr runter. Als wir Leonie kennengelernt haben, war sie eigentlich nur in einer sehr, sehr angespannten Position. Das heißt, Arme und Beine waren sehr angespannt, sehr verkrampft. Die Reiteinheiten waren auch sehr kurz. Also wir fingen wirklich mit 7 Minuten an. Dann haben wir gemerkt, oh, Leonie ist erschlafft. Mittlerweile schafft sie locker 35 Minuten. Immer auf dem Pferd mit dabei, Nora, die ihr die nötige Stabilität verleiht. Pferd schafft sie das, ihre Muskulatur zu entspannen, aber auch ihre Rückenmuskulatur so anzuspannen, dass sie eine gerade, aufrechte Haltung hat, was rein psychologisch total wichtig ist. Einmal in der Woche ist Leonie inzwischen hier. Anfangs war halt die Kopfhaltung, die war ziemlich weit unten. Sie konnte sich den Rumpf selber nicht wirklich halten, ist immer weggeknickt, musste von Nora mit beiden Händen gehalten werden, hinten am Helm, dass sie gerade sitzt. Und inzwischen, wie man sieht, sitzt sie da, hält sich teilweise selber fest. Der Kopf ist gerade, sie ist selbst gerade. Und der Effekt, den ich heute sehe, im Gegensatz zum Anfang, ist Hammer. Leonie, wie ist es denn da oben? Macht Spaß, das Reiten? Macht Spaß, oder? Der Arino ist auch cool, oder? Ja. Der Arino ist auch gut. Auch Mama Ilka ist begeistert von den Fortschritten ihrer Kleinen, die ohne die Hilfe von Mein Lichtblick und einzelnen Spendern kaum möglich gewesen wäre. Wir hätten es jetzt alleine finanziell nicht stemmen können, so eine Reittherapie. Also sie ist, wird von der Krankenkasse nicht getragen, obwohl das so einen Soforteffekt erzielt. Das, was Mein Lichtblick da auf die Beine gestellt hat, da ziehe ich meinen imaginären Hut davor. Das ist unglaublich. Was sie leisten, was natürlich auch die Spender leisten. Zum Wohle von Kindern wie Leonie, die am Schluss ihren Arino auch noch füttern darf. Denn der liebt Möhren über alles. Das sind die schönen Momente bei Mein Lichtblick, die wir miterleben dürfen. Dass wir in die Welt dieser Kinder und auch der Familien eintauchen können und diese individuellen Herzenswünsche erfüllen können. Und der Spaß kommt nie zu kurz. Da geht einem absolut das Herz auf. Das ist richtig toll, das mitzuerleben. Also ein Lichtblick nicht nur für Leonie, sondern auch für mich.